Am 2. September, Sonntag 2018, hat in Mitterberg St. Martin die 7. Station des Obersteirischen Kinderradcups stattgefunden. Viele Kinder haben dieses Event in Angriff genommen. Nicht nur das Rennen ist für die jungen Radler ein Highlight gewesen, nein, auch diverse Stationen wie das Gewinnspiel der Steiermärkischen Sparkasse oder auch der Blick ins Rettungsauto. Markus Brandl, der Organisationsleiter vom Race in Mitterberg, hat sich begeistert gezeigt. Ja, es ist eine ganz gewaltige Veranstaltung. Also so viele Emotionen, wie da die Kinder und die Eltern mitbringen. Dann weißt du auch, warum du das machst. Und dann machst du es einfach auch gern. Und wie schon gesagt, wir machen das nächstes Jahr wieder. Es ist einfach phänomenal, was da die ganze Organisation auf die Füße gestellt hat, damit wir überhaupt so einen Cup machen können. Und ich bin überzeugt davon, wir werden noch 2-3 Stationen für die nächsten Jahre dazu kriegen. Ebenso der Bürgermeister von Mitterberg St. Martin, Fritz Zefferer, ist sehr stolz gewesen, dass nach einigen Jahren Radsportpause in seiner Gemeinde wieder geradelt wurde. Also ich möchte einmal zum Ersten sagen, ich bin irrsinnig stolz und froh, dass es hier in unserer Gemeinde Mitterberg St. Martin stattfindet, hier am tollen Sportplatz Mitterberg. Und zum anderen bin ich froh und dankbar, dass wir mit dem Markus Brandl jetzt einen Sektionsleiter haben, der das bei uns vor Ort in die Hand genommen hat, und insbesondere Benedikt Oswald ist natürlich ein Begriff. Er ist der Überorganisator und da darf ich mich bei ihm ganz, ganz herzlich bedanken.